kennt diese Tage, wo einfach nichts läuft, wo einfach jeder einfach irgendwie einen auf die Nerven geht. Die Eltern gehen dann auf die Nerven, der Lehrer, der Arbeitgeber, keine Ahnung was, Freunde. Ich kenne diese Tage leider nur zu gut, aber ich verspreche euch jetzt eins. In diesem Video, beziehungsweise nach diesem Video, wird es euch definitiv besser gehen. Ich versuche euch jetzt gute Laune mit diesem Video zu machen, weil wir schauen uns heute Leute an, die einen schlechteren Tag gehabt haben als ihr. Und wenn ihr sagt, das geht nicht schlechter, Leute, seht einfach jetzt selber. Viel Spaß. Who's that? Spinnt der? Muss ich schon die Nase zuhalten. Er furzt einfach dreimal seine Tochter an. Der, ich riech mich hier. Gib mir Deep Breath. Er furzt einfach die ganze Zeit seine Tochter an. Guck, wie süß die beiden lachen. Da muss ich aber komplett los. In der Tat. Was macht die Kleine jetzt? Ich glaube, das geht ganz schief mit dem Ball. Sie wird safe auf die Fresse fliegen. Ging noch, Freunde. Es tat, glaube ich, nicht zum Glück so weh. Er wollte auf jeden Fall versuchen, Rasenmäher zu fahren. Und er mault sich. Das war es an dieser Stelle auch wieder komplett. Okay, irgendeine Mutter, die versucht zu springen. Ja. Ey, der hätte ich sein können. Einfach eingepennt. Einfach eingepennt. Sascha, bist du's? Grüße ihn raus an Sascha. Oh Mann, Alter. Das ist für Dings uns hier, für Klimmzüge, aber nichts für Füße. Oh! Digga, deine armen Eierchen! Was macht er jetzt? Digga, da sieht man doch, dass das eine Scheibe ist, oder nicht? Digga, sie fliegt einfach mit der Fresse nach vorne, Digga. Muss ich auch los. Und er kriegt den Basketball ins Gesicht. Boah, was ist das für eine eklige Lache da gewesen? Und er übt auf jeden Fall auch mal tanzen. Ja, Junge, ich kann jetzt schon sagen, dass du keine Kraft haben wirst und ja. Hinfallen wir es. Digga, du bist so dumm. Ach, der muss das Ding fangen. Digga. Auch er, Digga. Wie dumm bist du? Die klemmen sich hier alle wie Klöten. Jungs, das tut doch beim Hinsehen schon weh, oder? Ich weiß nicht, ob Mädchen das fühlen können, aber als Junge muss das heftig sein. Als ob er jetzt das Baby da einfach laufen. Wie asozial ist das denn, Digga? Oh mein Gott, das. Ey, wie asozial war das denn von den Eltern? Und er mault sich komplett, Alter. Ein bisschen weniger anlaufen nächstes Mal, dann geht's vielleicht schief, beziehungsweise geht's dann vernünftig. Aber er, bei denen ist wenigstens korrekt, die haben ihm wenigstens einen Helm gegeben, so einen Football-Helm, ja. Der war auch bitter nötig. Er versucht, Fahrrad zu fahren, richtig, Felix, er versucht. Oh, nee. Guck mal, der fliegt sogar dieses Hochhaus runter, das geht schief. Der wird irgendeinen schlagen, glaube ich. Nee, doch nicht. Er fliegt einfach auf den Rücken nach hinten. Ja, hat sehr gut geklappt mit der Balance. Sehr, sehr gut. Hauptsache, die Frau filmt das auch einfach echt. Echt gemein, anstatt sie ihnen einfach hilft irgendwie. Und die wird auch. Boah, wir hoffen, dass sie sich nicht verletzt hat, weil das ist genau auf. Ja, die Nase genau auf die Treppen wahrscheinlich. Ja. Hättest du mal nach vorne geschaut beim Laufen? Ja, okay, er ist halt einfach ein Anfänger. Ich weiß, was passiert. Warum wusste ich es nur? Warum wusste ich es nur? Ich weiß auch schon wieder, was passiert. Ja. Ich bin Hellseher, Freunde. Nein, Spaß beiseite. Irgendwas muss ja passieren, weil wir haben ein bisschen Schadenfreude. Genauso wie bei den beiden. Vater und Sohn. Und hier wieder nur Vater. Oh, habt ihr gesehen, wie schön der Sonnenuntergang da war? Da muss ich komplett los. Ja, okay, das ging ja noch. Da hat sich ja keiner ernsthaft verletzt. Wir brauchen was, wo sich welche richtig verletzen jetzt hier. Ja, war okay. Und sie wird einfach komplett erschreckt, ja. Junge! Wieso mauern die sich alle immer so schnell wie er? Er mault sich auch komplett. Und er versucht irgendwas auf dem Trampolin und hat das ganze Trampolin kaputt gemacht. Und er war Mowgli. Jungs, ey, sowas lässt man Frauen machen. Irgendwie Cheerleading machen, ey. Heftige Taktik. Der Ball ist aber im Spiel. Der Ball ist im Spiel und die anderen mussten den holen. Heftige Taktik. Er versucht ein Wettrennen gegen seine Oma zu machen und eiskalt verloren, weil er einfach ein bisschen zu fett war. Ja, das war's auch wieder. Was macht sie jetzt? Sie versucht E-Roller zu fahren. Ja. Wie kann man sich da maulen? Da war doch nichts. Oh, Urjon, bist du's, Alter? Nee, das war nicht Urjon. Urjon ist ein Profi, der verletzt sich nicht. Hier ein Vater, der auch irgendwie probiert, um mal jung zu sein. Er will Rückwärtssalto machen und ja, das war's komplett. Wenn das Maskottchen das schon nicht schafft, gar nicht geil. Okay, sie wirft Wasserbomben. Was soll da passieren? Jetzt in die Fresse wahrscheinlich, ne? Oh, ja, Fresse wäre, glaube ich, das kleinere Übel gewesen. Schön in die Eier, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das weh tut, wenn er so ein bisschen. Wobei. Ja, das tat definitiv mehr weh, Freunde. Er steht einfach seinen Jungen. Diese ganzen Dinger, die sind alle so dumm, die Leute. Da braucht man ordentlich Platz für. Ja, und er, weiß ich auch nicht.
Er wurde auf jeden Fall ordentlich erschreckt. Oh, was haben wir? Er macht Champagne Rain on you, oder was? Da muss ich auch komplett los. Oh, ich will auch ein Hoverboard. Ich habe leider keins. Das letzte Mal, wo ich Hoverboard gefahren bin, war bei Arrive. Und das war vor 2 Jahren oder so. Ich weiß, was in dem Teddy drin ist. Freunde, im Teddy ist eine echte Person. Warum wusste ich das nur? Warum? Oh, ein heftiger Prank. Man könnte so einen geilen Prank machen. Oh, geiler Arsch, Baby. Sie wollte nicht durch das Loch springen, Freundin, hat es nicht geschafft, oder? Okay, ich weiß nicht, was ich beschissen da finde. Die Frau oder der Typ jetzt mit dem Kanu. Nee, die Mädels waren gar nicht so schlecht. Oh, ein süßes Baby, Kind. Ja, geil gesprungen auf jeden Fall. Sie wollte Bauch trainieren und ja, ist einfach. Hat sie einfach aufs Maul gelegt. Rutschen üben wir dann auch nochmal, kleiner Mann. Jetzt haben wir so ein Mädchen, die geht auf jeden Fall Richtung, ja, Wassereimer. Oh mein Gott, das muss so arschkalt sein, Freunde. Das muss so arschkalt sein. Der Junge zieht sie einfach mit. Aber der Junge muss Kraft gehabt haben, dass er die wegziehen konnte, auf jeden Fall. Oh, Junge, was machst du? Nicht auf den Kopf fallen. Oh, aber auch nicht auf den Klöten, Junge. Aua! Was schlägt denn den Esel? Ja, Tierquäler. Er kann doch einfach den Esel schlagen, Junge. Okay, Hund und Kind sollen runterrutschen. Es rutscht nur der Hund und das Kind fliegt auf die Fresse. Oh, er macht Rodeo Drive. Ey, das kann ganz schnell nach hinten losgehen, Freunde. Wenn so ein Pferd austritt, ist komplett vorbei. Das kann ich euch schon mal sagen. Das sieht doch jeder voll Idiot mit dem Krückstock, Digga. Dass das Eis nicht voll war. Beziehungsweise nicht so gefroren war. Wie kann man so dumm sein? Ich verstehe es nicht, Alter. Ja, auch. Er denkt sich, ja, ich habe einen neuen Tricker. Ich hab Bock auf den neuen Tricker. Einfach versenken. Okay, was macht der kleine junge Mann jetzt hier? Bottle Flip Challenge, okay. Er kriegt aber nicht so ganz hin, Freunde. Und regt sich jetzt komplett auf. Keep cool, Alter. Digga, das liegt an dir und nicht an der Flasche. I told you. Da sagt der Mann einfach so, ich hab's dir doch gesagt. Oh, Hochzeitstanz jetzt hier. Und haut einfach die kleinen Kinder um die Luna. Da muss ich auch los. Gorilla? Kannst du dich diese kleinen Mädchen da erschrecken? Mann, ey, die sind voll süß. Der Gorilla chillt auf jeden Fall sein Leben. Könnte ich sein, Leute. Mit schön mit Decke im Schatten liegen. Und ja, gar keinen Bock auf den Typen. Ja, da musst du es aber auch nochmal üben mit dem Getränke. Beziehungsweise mit dem Trinken. Ich verstehe nicht. Was war seine Mission? Was war seine Mission? Seine Mission war, in der Kacke zu landen. Definitiv, Freunde. Einfach, ey, alles weiß und auf einmal landet er in dieser schwarzen Scheiße da. Tarzan für Arme, ich sag's euch. Die Frau war auch lost. Aber sowas fand ich voll geil. Das habe ich früher mit meiner kleinen Cousine gespielt, als sie noch kleiner war. Aber da kam keine Katze und das ist irgendwie kaputt gemacht. Ja, das war kein schöner Körper. Nee, nee, nee. Und er. Digga, warum landet ihr heute alle in der Pfütze? Was ist los mit euch? Okay, er will ein Dunking machen. Nutzt dieses Plastikding, um da höher zu springen, glaube ich. Das war auch schon ein bisschen asozial von der Mutter, wie sie einfach im Hintergrund gelacht hat. Oh, nice, Baby. Ja, eventuell war die Stange nicht für dein Gewicht ausgerichtet. Da muss ich auch komplett los. Wenn dann wir jetzt hier den Herbert, guckt euch mal seine Schuhe an, Freunde. Was für Schuhe er hat, für Hausschlappen, ja. Verdient, Alter, wer solche Hausschlappen hat, Bruder, da muss ich komplett los. Die armen Hunde, was denken sich da gerade die Hunde? Mein Herrchen ist einfach komplett dumm. Ein Zauberer. Ah, diesen Zauberer trägt er nicht. Achtet, was passiert. Weg ist er, Freunde. Aber er haut einfach die Milch um. Und die so, Daddy, was soll das? Du kannst dich zaubern. Heftig, das muss man ganz anders machen. Normalerweise wirft man diese Decke hoch und ist dann verschwunden und haut man keinen Becher um. Da musst du nochmal was lernen, Papa. Genau. Ja gut, Freunde, wollen wir es einfach mal hoffen, dass ihr jetzt wieder bessere Laune habt. Ich hoffe, ihr konntet über ein, zwei Sachen im Video lachen. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil dann ist meine Mission geglückt, dass ihr jetzt wieder bessere Laune habt und nicht mehr so schlechte Laune wie am Anfang des Videos. Und ich habe noch eine Kleinigkeit für euch, denn den Zaubertrick, den der Typ gerade gemacht hat, den schaffe ich, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Leute, ich bin gleich weg, ne? Also lasst jetzt auf jeden Fall nochmal einen dicken Daumen nach oben da und vielleicht ein kostenloses Abo, weil wenn ich jetzt hier gleich weg bin, bin ich weg, Freunde, ne? Also, wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Macht's gut, haut rein, ciao! Take it to the point to where she can't get up. And it makes you feel sick. It breaks your heart. 'Cause you never meant for it to go this far. Plus you gotta get away.